Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, halbnackt. Wir haben jetzt uns entschieden, den rechten Arm weiterzumachen, weil das dann einfach symmetrischer aussieht. Und wir haben jetzt hier mit dicken, könnt ihr ja so vielleicht sehen, mit dicken, fetten Outlines gearbeitet. Das wird alles nochmal ein bisschen anders gemacht, ein bisschen Weißschattierung, kommt ein bisschen mehr drin. Und hier unten, das sieht man jetzt nicht auf den Finger, das Rote muss ja auch noch nachgestochen werden. Das ist halt, wie gesagt, jetzt erstmal die Outlines, der Grundstich und ja, das wird heute gemacht. Das sieht auch schon ein bisschen dick aus und man sieht auch, dass es dick wird. Ist halt, Handgelenk ist immer so eine Sache, aber es wird richtig fett geil aussehen. Und dann sieht es auch ein bisschen symmetrischer aus, wenn der Arm hier schon fast fertig ist und hier immer so wenig drauf ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, machen wir hier. Und hier oben haben wir uns jetzt auch entschieden, kommt noch ein Totenkopf drüber. Das wird dann halt noch ein bisschen verlängerter, als wir eigentlich wollten. Wir wollten nur bis hier. Jetzt wird es bis hier so wahrscheinlich irgendwie, oder Wolle, bis hier? Ja, bis hier so vielleicht auch noch ein bisschen die hoch gemacht, sodass es ein bisschen verläuft oder so. Da haben wir uns schon ein paar gute Ideen gemacht. Jedenfalls jetzt ist erstmal vom ersten bis zum letzten Stich Serie und jetzt kommt der Arm dran. Und beim nächsten Mal wahrscheinlich der Arm dann weiter und dann der Arm, dass wir dann so einen Wechsel machen oder so. Jo, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns nachher, wenn wir hier ein bisschen mehr haben. Jo, da sind wir auch schon wieder. Wir haben jetzt hier weitergemacht. Die Schattierungen sind rötlich geworden. Das wird jetzt auch noch mehr weitergemacht. Also schwarze Schattierung kommt noch, weiße Schattierung kommt noch. Der Tätowierer hält gerade die Kamera, dass ich euch das erzählen kann. Ich kann das auch so ein bisschen drehen, dann seht ihr das. Und auf der anderen Seite halt, und wir haben auch unten in der Hand halt schon ein bisschen rot gemacht. Und hier machen wir dann das kleine Tattoo halt, wird mit eingearbeitet, damit das dann halt ein großes ist und nicht mehrere kleine. Und kommt schon richtig giftig rüber, finde ich. Kommt doch gut zur Geltung, finde ich. Ja, und dann würde ich euch jetzt auf dem Laufenden halten, wenn wir hier weiter sind. Wenn die nächsten Farben drin sind, vielleicht mache ich auch zwischendurch noch ein paar Videos und schnippel die damit drin. Das kriegen wir schon alle irgendwie gebacken. Jo, dann mache ich hier jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir beim nächsten. Wie ihr seht, ist noch ein bisschen was getan. Wir haben jetzt hier noch schwarze Schattierung drin gemacht zu der roten Schattierung. Und als nächstes nach der Pause geht es dann halt hier weiter mit dem Torshammer. Der wird dann noch drin gesetzt. Also der ist ja schon da, die Grundzeichnung ist ja schon da. Die war ja von Anfang an da. Und jetzt haben wir halt von oben nach unten gearbeitet und beziehungsweise Wolle hat das gemacht. Und von außen nach innen sozusagen. Und als nächstes kommt dann halt der Torshammer da mehr zur Geltung. Die Linien werden nochmal nachgearbeitet und so. Boah. Dann haben wir da doch heute schon mal, bis jetzt schon mal irgendwie was geschafft. Wir machen natürlich jetzt noch weiter. Nicht, dass er denkt, jetzt ist Schluss. Wir machen jetzt den Torshammer noch. Jo. Und dann würde ich sagen, mache ich hier wieder einen Cut. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Pause. Bis dahin. So, da sind wir jetzt. Jetzt ist es fertig. Für heute, also da kommt auch noch weiße Schattierung rein. Das ist noch nicht komplett fertig. Aber der Tätowierer sagt, ich bin eine Heulsuse. Und wir machen Schluss für heute. Und meine Frau wartet ja auch und meine Tochter. Das bleibt jetzt erstmal so. Denn demnächst komme ich dann nochmal her. Machen wir erstmal den anderen Arm weiter. Das kann jetzt hier abheilen. Und das wird dann auch noch weiter gemacht. Da kommt noch weiße Schattierung rein. Und hier unten der Totenkopf muss ja auch noch gemacht werden. Da haben wir jetzt nur erstmal die Outlines nochmal nachgezogen. Und ja, sieht doch so an sich echt geil aus. Oder was sagt ihr? Da seht ihr die andere Hälfte, die untere Hälfte vom Torsamer. Und mit der roten, mit den roten Schatten und so, der kommt auch richtig, richtig fett rüber, finde ich. Und da sieht man den nicht ganz direkt, den Torshammer. Der ist so an der Seite, der geht so nach der Seite weg. Besser als gerade, so wie viele machen. Und trotzdem ist hier was drauf und man kann es erahnen, finde ich saugeil.
So, und dann hier unten müssen wir auch noch weitermachen. Das muss auch noch angebunden werden. Und hier oben hat er auch schon Ideen, der mein Tätowierer, was wir hier drin setzen können. Über die Raben, also hier so. Und dann wird das richtig, richtig fett. So, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Schlussstrich ziehen. Das reicht. Mein Arm tut weh. Ich muss nach Hause einkaufen. Ich wünsche euch was. Ahoi, sagt euer Odin.